Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und ich bin hier nicht etwa in einem Verkaufsstand für Griffe. Nein, heute möchte ich euch hier an dieser Griffvariationsauswahl einen Tipp geben, der mir enorm geholfen hat, meinen Rücken zu treffen. Immerhin auch mein Primusmuskel, keine Ahnung, ob es deswegen ist, aber es ist sicherlich ein Tipp, der einen riesen Unterschied machen kann, wie ihr euren Rücken ansteuert und alleine, dass ihr ihn ansteuert. Manchmal ist es diese Kleinigkeit, die wir nur beachten müssen und schon machen wir ganz andere Erfolge mit unserem Rückentraining und spüren den Rücken ganz anders. Das muss nicht heißen, dass das für jedermann gilt. Ich habe zwar noch keinen gefunden, den es nicht geholfen hat, räume aber ein, dass es diese Möglichkeit gibt, weil das nicht unbedingt auf eine physikalische Logik, die mir bekannt ist, zurückzuführen wäre. Es gibt zwar ein paar Indizien dafür, aber nicht unbedingt jede. Also, für euer Rückentraining, beachtet mal, bei allen Griffen, die ihr habt und wenn ihr quasi im Rudern seid, das gilt weniger, wenn ihr von oben zieht, obwohl, da kann man es auch, aber umso mehr ihr nach unten kommt und ins Rudern reingeht, desto eher zählt das Ganze. Und zwar achtet mal darauf, dass ihr aus dem kleinen Finger, aus dem unteren Teil eurer Hand herauszieht und nicht aus dem oberen, aus dem Zeigefinger. Das soll sogar so weit gehen, um das zu lernen, dass ihr wirklich nur unten greift und der obere, vielleicht sogar die oberen beiden Finger locker sind. Das wird natürlich schwer, wenn ihr richtig viel Gewicht daran habt, aber so kann man es lernen, quasi so ein bisschen schräg die Hand zu halten und mehr oder weniger meiste Kraft aus dem kleinen Finger, zweitmeister aus dem zweiten und so weiter ziehen, bis der Zeigefinger wirklich sogar frei ist. Das sorgt vor allem dafür, dass wir den Brachioradialis rausnehmen, das heißt den oberen Teil eures Unterarmmuskels, der sich immer ordentlich zuzieht beim Rückentraining. Und es sorgt auch noch für etwas anderes. Wenn ihr tendenziell eher eure Hände kippt, nach vorne kippt, dann zieht ihr auch tendenziell etwas weiter hier runter und nicht, wenn ihr mit dem Zeigefinger vorangeht, hier oben hin. Sobald ihr hier ranzieht, ist das ein wenig mehr auf den Bizeps gehend und natürlich dadurch, weil hier einfach mehr Kontraktion stattfindet und der Winkel kleiner wird und die Spitzenkontraktion nun mal noch stärker ist, auch der Unterarm beteiligt. Wenn ihr das allerdings von unten zieht, seht ihr ganz anderen Winkel hier und das aktiviert auch den Rücken ganz anders. Das hat man schon bei manchen anderen Videos gesehen, selbst beim Latzug, dass man nicht hier runterzieht, so eng am Körper, sondern mehr oder weniger hier reinzieht. Dadurch entsteht eine enorme Spannung, weil ihr die Hände natürlich noch hier vorne habt und rein physikalisch heißt das natürlich, dass wesentlich mehr Gewicht auch noch drauf ist. Aber das so zu halten, ist ein kleiner Trick, um mehr aus dem Gewicht rauszuholen und den Rücken mehr zu aktivieren. Ich zeige euch jetzt mal, wie das bei verschiedenen Griffvarianten aussieht. Zunächst einmal, diese Griffe kennt ihr ja auch. Und auch da heißt es dann, egal wie ihr den greift, dass ihr auch mehr unten rauszieht. Das heißt, ihr müsst dafür sorgen, dass diese Achse hier so in der Mitte der Hand ist, beziehungsweise im oberen Teil der Hand, dass man natürlich den Griff auch hier ziehen kann. Habt ihr das rein hier oben gegriffen, dann ist das natürlich schwer gegenzusteuern. Also zieht ihr von hier unten, beziehungsweise haltet es so und dann könnt ihr richtig gut hier unten reinziehen und mit dem kleinen Finger vorangehen. Das gleiche gilt natürlich für alle breiten Griffvarianten. Das heißt, wenn wir hier so etwas haben, auch hier unten mit dem Finger reinziehen, hier hinziehen und nicht mit dem Zeigefinger hier hoch. Gerade bei dem engen Griff ist das ganz wichtig und damit habe ich es am meisten geübt, dass man wirklich hier unten hauptsächlich gegengreift und dann hier reinzieht das Ganze und nicht mit dem Zeigefinger irgendwo hier hochzieht. Und das kann man natürlich sehr gut ausgeglichen auch machen bei solchen Gerätschaften hier. Das heißt, ihr müsst hier so ein bisschen unterhalb der Achse greifen, damit sich das überhaupt schräg stellt und dann könnt ihr wesentlich besser daran ziehen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie ihr das empfindet. Bitte probiert es einfach mal aus. Testet es mal und bitte schreibt danach in dieses Video, in die Kommentare, ob es euch etwas gebracht hat und ob ihr mehr gespürt habt. Vor allem, weil ich neugierig bin und das mal evaluieren möchte mit einer Masse an Leuten. Bisher, die Leute, die ich trainiert habe, ja, die konnten was damit anfangen, aber wenn das jetzt alleine schon 50, 100 Leute hier machen, das ist schon wesentlich mehr, als ich es bisher mal ertestet habe. Deswegen schreibt es bitte rein. Das heißt, selbst wenn ihr das Video gesehen habt, kommt nochmal in den nächsten Tagen vorbei nach eurem nächsten Rückentraining und schreibt mir rein, ob das bei euch funktioniert oder nicht. Da bin ich mal sehr gespannt. Und nun ja, für mehr solcher Tipps schaut euch mal die anderen Videos auf dem Kanal an. Abonniert hier, gebt mir ein Like, wenn ihr sowas gut findet. Und
Ansonsten sehen wir uns wieder. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.